days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? The pretty smile little girl is giving me! Gut geschlafen? Unsere Tochter mag dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Das riecht gut, nicht wahr? Iss das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Wow, das sieht köstlich aus. Wirklich. Sieht lecker aus. Oh, gut. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Warte, gibt's nichts anderes? Nein, du brauchst gar nichts anderes. Jetzt ist dein verdammtes Essen! Und damit herzlich willkommen zum nächsten DLC von Resident Evil. Ich muss etwas unternehmen. 7. Hier nehmen wir erstmal einen Löffel. Und das Ding, was wir hier machen, bin ich ganz ehrlich, ich habe das schon zweimal versucht, bin aber nie bis zum Ende gekommen. Und es ist komplett, naja, ein Rätselspielchen, sagen wir mal so. Die Suppe habe ich auch schon probiert, war super lecker, hat uns gleich mal Schaden zugefügt, fand ich auch nice. Aber wir können ja wenigstens aufstehen. Ich kann euch erstmal ein bisschen den Raum zeigen. Ich denke, aber die meisten werden es an sich schon kennen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Wir nehmen hier mal die Laterne von der guten Frau. Das Ding ist hier unten. Ah, jetzt ist der Zettel nicht da. Das Ding ist, man kann das Bett ja, wie ihr wisst, verschieben. Das ging. Da habe ich nämlich einen Zettel gefunden. Ich weiß nicht, ob ich ihn erst verschieben muss und dann wieder zurück verschieben, damit der hier aufkreuzt. Ich dachte nämlich im ersten Moment, der lag schon die ganze Zeit da, wo ich das, glaube ich, das dritte Mal versucht habe. Hier kann man uns wenigstens ein wenig umgucken. Ein schöner zerbrochener Spiegel, eine, ja, ein Ding, wo man Blumen reinstellt. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben ein Feuerzeug. Wir können eine Schublade aufmachen. Dieselbe Zeit wie bei allen anderen Uhren. Wir machen mal wieder zu. Das Geheimnis ist eigentlich die Schublade. Die lässt sich nicht öffnen. Die möchte ich, also lässt sich schon öffnen, aber die kann man dann nicht wieder zumachen. Deswegen lasse ich das mal ein bisschen. Und hier sieht man schon, hier kann man Bilder aufhängen. Das hängt da schon mal falsch. Damit können wir einen Mechanismus, freischalten oder aktivieren, die das Buch öffnet. Die das Buch öffnet. Das Ding ist, ich weiß an sich, was ich machen muss. Und zwar, man hat ja zum Beispiel hier den Löffel gesehen. Den kann ich mal kurz untersuchen. Da bin ich erst sehr, sehr spät drauf gekommen. Und hier haben wir natürlich, was soll das sein, einen Apfel. Ich schätze mal einen Apfel. Wir kriegen noch mehr Besteck. Das Ding ist, wir brauchen ein Dreier-Besteckset an sich. Wegen dem hier. Das habe ich am Anfang nicht wirklich begriffen, also wie man jetzt darauf kommen soll, was man hier machen muss. Und habe es dann durch Ausprobieren einfach mal ausprobiert. Hat funktioniert. Das Blöde ist, wir müssen die Alte hier dreimal reinlocken. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Bild, was wir nehmen können. Das lasse ich nochmal stehen. Hier haben wir eine Uhr, die wir aktivieren können. Also später. Ich nehme da erstmal was. Die gute Dame soll ja keinen Verdacht schöpfen. Was mein Problem ist, ich weiß, wie ich sie zweimal reinlocken soll. Das ist sehr gut und schön, aber leider nicht das dritte Mal. Denn ich bin mal der festen Meinung, dass ich weiß, wie es theoretisch funktioniert, aber halt wie man sie das dritte Mal reinlockt, weiß ich nicht. So, wir schnappen uns ein Bild, was wir brauchen. Wir machen wieder zu.
Und mal schnell hin. Das Lustige ist, beim ersten Mal, ich wollte ja auf Margarete warten, ne? Hab da auch X, oder ich wollte dann auch X drücken, ich weiß nicht, ob ich zu spät gedrückt habe. Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Genau, die Anzeige weg, dann habe ich X gedrückt, da ist einfach gar nichts passiert, weil hier, das ist ja sehr offensichtlich. Erst wenn man direkt drauf guckt, geht das dann wieder. Und ich habe gedacht, das Spiel will mich verarschen, aber vielleicht kriegt es nicht mit. Natürlich hat es mitgekriegt, hat mich aber nicht umgebracht. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Von wegen. Also wie gesagt, ich warte erstmal ein bisschen, also es ist jetzt zumindest zur Hälfte eigentlich erstmal ein Vorzeigen, wie man es, glaube ich, machen sollte. Problematisch wird dann die Zeit danach, weil dann muss ich mir erstmal überlegen, oder es kann vielleicht ein bisschen dauern, bis ich darauf komme, wie ich sie dann nochmal hier reinlocke. Wie gesagt, ich muss sie dreimal drin haben. Jetzt kommt sie das zweite Mal, aber das dritte Mal... Grüße! Hey, Moment mal! Nein. Nein, nein. Die Laterne gehört mir. Fuck. Sie gehört mir. Fuck, was hast du davon? Ich hab vergessen, die Laterne wieder zurückzuhängen. Ah. Ich bin ewig. Ich bin ewig. Aua. Okay, okay, okay. Siehst du, das habe ich vergessen. Scheiße. Ja, bin ich jetzt sogar tot? Bin ich jetzt echt tot? Du solltest dich jetzt besser benehmen. Nee, geht wieder. Okay, Laterne hängt auch wieder da. Ah, das heißt, jetzt habe ich die ganze Zeit diese scheiß Kleckse hier. Ah, fuck it. Fuck it. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vielleicht schon verkackt habe oder nicht. Verdammt, verdammt. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, sie ist fest verschraubt. Und dann nehmen wir natürlich unseren formschönen Löffel. Oh, dass ich die Kacklaterne vergessen habe. Okay, jetzt kurz. Also es kann so oder so sein, dass ich die Folge nochmal schneide, weil wie gesagt, es soll nicht zu lange dauern. Ich hoffe, dass ich da bei einer halben Stunde bleibe. Das Ding müssen wir nämlich auch abschrauben. Das ist wichtig für den Raum da hinten. Aber danach können wir halt Margarete nicht mehr reinlassen oder nicht mehr Gefahr laufen, die reinzulassen. So, ich nehme mal kurz das Bild. Hier, lecker Armbrot. Das läuft. Ich nehme mal das schon mal weg. Hallo? Nein. Einmal hochkant. Einmal rund. Und nochmal. Sehr schön. Eine Nähnadel. Das nehmen wir mal wieder. Das können wir im Inventar behalten. Das brauchen wir nicht weiter. Aber wirklich, falls die hier wiederkommt, einfach mal wieder ein bisschen was hinhängen. Hier stelle ich nochmal das Bild drauf. Das war das, genau. Und wie bei allen anderen Uhren, ihr werdet es jetzt gesehen haben, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, weil ich weiß, es ist um 5. Und ich darf nicht wieder vergessen, die scheiß Laterne hinzuhängen. So. Da geht's auf. Und da haben wir jetzt auch einen Zettel, der müsste eigentlich, wenn ich es wieder verschiebe, auf der anderen Seite auch sein. Ah, siehst du, da ist er jetzt auf einmal. Den können wir uns gleich durchlesen. Ich hänge erstmal wieder die Laterne ran, nicht, dass mir die gleiche Kacke wie gerade eben passiert. Verdammt, verdammt! Ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch was vergessen, aber das müsste es eigentlich sein. So. Na dann, meine Gute, komm rein. Und dann nimm die Pisse hier mit. Ich will was anderes haben. Also so viel dazu. So gesehen, wenn wir jetzt was Neues zu futtern kriegen. Siehst du das wieder, Lukas? Ich sag's dir immer, Junge. Kann doch wirklich sein, dass ich schon verkackt habe, weil sie ja, das andere Essen jetzt nicht mitgenommen hat. Ich weiß nicht genau, ob es beim letzten Mal genauso war. Also so gesehen, wir kommen da schon rein. Aber ich muss sie halt irgendwie nochmal hier reinkriegen. Das ist das Problem. Und ich schätze mal, um das mal zu spoilern, mehr oder weniger, wir kriegen dann eigentlich eine Gabel. Die man auch nochmal untersuchen kann. Da ist dann noch ein zweites Symbol oben. Und ich glaube, so wie es vorgesehen ist. Ah, siehst du. Und so wie es vorgesehen ist, müsste sie noch ein drittes Mal reinkommen mit dem Messer. Tach. Ja, lecker. Riecht das nicht einfach himmlisch? Ah, ja. Ich hab's extra für dich gemacht. Gulasch. Ah.
Hä? Ja, komm, zeig mir. War jemand hier drin? Nein. Oh, irgendwas stimmt nicht. Nein, ist alles okay. Das ist nur deine Einbildung. Hm? Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Genau deswegen, alles ich ordentlich dahin. Ich hatte gedacht, du würdest nicht essen, also habe ich dir was anderes gebracht. Das ist aber lieb. Die rafft natürlich nicht, dass der Löffel nicht da ist, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir können ja mal reingucken, was heute Schönes gibt. Wer zur Hölle sind diese Leute? Ausgemachtes vom Feinsten. Ja. Nein. So, wir nehmen erstmal den Kocher mit. Und die Gabel, da ist eine Schlange auf, man sieht's schon. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt wieder abgeschlossen ist. So weit bin ich halt schon gekommen. Theoretisch könnte ich euch den Raum auch zeigen. Ich habe aber bloß Angst, dass wenn ich jetzt wirklich das dritte Mal reinlocken muss, denn wir brauchen das Messer, was dann hoffentlich kommt, wenn die sieht, dass das nicht da ist, dass ich dann ein bisschen am Arsch bin. Ich glaube, die darf uns sogar auch zweimal erwischen, aber ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie kann ich sie wieder reinlocken. Und dass sie vielleicht dann auch wieder geht, ohne was zu merken. Das Ding ist, wir nehmen mal das Gemälde hier wieder. Hier kann ich den, ihn hier draufstellen. Und ich brauchte noch was, weil ich brauche den Korkenzieher. Warte mal, was war denn das gewesen? Oder habe ich das aus dem anderen Raum gekriegt? Ich weiß gar nicht. Wir können zwar Spaß haben, den Zettel durchlesen, siehst du? Zuerst gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er vor brennender Freude schwarz verkohlt. Ich war erst der Meinung, dass das der Tipp ist, der das hier löst. War es nicht, weil ich konnte mir nicht so wirklich einen Reim draus machen. Jetzt bin ich aber gerade wieder am Überlegen, weil ich habe das bloß eh mal gemacht gehabt. Konnte ich hier noch was nehmen? Weil ich brauche ja noch was zum Anzünden. Aber ich habe jetzt auch nur schon im Inventar, oder? Feuerzeug. Ich musste auf jeden Fall was kombinieren, das weiß ich. Nee, Quatsch, doch, den kann ich so draufstellen. Was war denn das nochmal? Hatte ich hier noch was? Jetzt fange ich schon wieder an zu kieken. Ich weiß, in der Schublade ist ein Schlag. Deswegen, ich lasse die, weil ich weiß nicht, ob wir noch einen Schlag abkönnen. Hier war übrigens noch irgendwas gewesen. Ich weiß nicht, warum wir hier die tote Ratte oder was das ist aufnehmen können. Mit der machen können wir nichts. Und ich weiß, in unserem leckeren hier... Nein, Mann, das wollte ich doch gar nicht. Ihr seht es vielleicht in der Mitte. Ja, hier ist nämlich nochmal so eine. Ich weiß nicht, warum wir das aufnehmen können. Oh Gott. Also wenn sie uns nochmal kriegt, dann bin ich auf jeden Fall am Arsch. Ich habe auch erst gar nicht gerafft, dass man das wieder zurückstellen kann. War nicht so schlecht. Und hier brauchen wir den Schlüssel, der da hängt. Vielleicht sieht man hier schon. Warte mal, ich mache das mal wieder zu. Jo, genau den brauchen wir nämlich. Moment. Warte mal, mir fällt gerade was ein. Wir hatten hier, ich hoffe, ich hab's. Das hatten wir. Wir hatten die Schlange und dann, keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach mal wieder rum. Ich habe leider die Kombi gerade nicht im Kopf und ich habe das auch schon wieder gelöscht. Okay, das war's nicht. Warte mal, wie war das gewesen? Ich habe immer mit der Laterne angefangen beim Rumprobieren. Dann war hier die Schlange, glaube ich. Wie gesagt, ich muss ausprobieren. Ne. Warte. Hä? Bist du doof? Will ich das Spiel gerade ein bisschen verarschen? Das geht nicht. Weil ich weiß, dass es relativ weit hinten war. Hä? Okay, warte mal. Das Herz war es nicht. Weil ich bin hier erst immer so durchgegangen. Ich würde sagen, es war bei der Schlange gewesen.
Aber dann müsste der Apfel ja auch was zu bedeuten haben. Aber ich klicke hier, ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich hören. Ist jetzt blöd, ich wollte euch wenigstens den Raum zeigen. Weil ich möchte sagen, da haben wir nämlich das auch gekriegt, was wir brauchen für... Warum ist jetzt hier... Warte. Ne, die Schlange hatten wir ja schon. Scheiße. So, ich bin wieder aus Versehen rübergeswitcht, ne? Also wie gesagt, ich habe es durch Ausprobieren rausgekriegt. Wahrscheinlich der längste Weg. Ah, so war es gewesen. Doch gewusst, dieses eine komische Bild. So, dann gehen wir mal rein, dann kann ich euch wenigstens wirklich nochmal den Raum zeigen, weil wenn sie mich jetzt erwischen, dann bin ich wahrscheinlich definitiv tot. Und hierfür brauchen wir nämlich auch das Teil, wo die Laterne hängt. Und hier brauchen wir das Teil auch nochmal. Und... Ging das mit der Gabel? Ja. Genau, die Brennpaste braucht man nämlich. Ach so. Das Ding ist, wie kann ich jetzt aber die Tante da wieder weglocken? Ich meine, ich kann jetzt den Dings mal holen hier. Verwenden. So. Wie, das kann ich hier nicht verwenden. Moment. Festball. Ja, um Feuer zu machen. Ach komisch, jetzt geht's. So, und jetzt das Feuerzeug. Lalalala. Nein. Nein. Ist komisch, dass er das nicht auf den Plan ruft. Ah, ich werd hier noch verrückt. Oh oh. Kocher nehmen. Warte, warte, warte. Was zurück? Ja, ja. Okay, das ist zu. Scheiße, hier liegt der Zettel. Okay, das war mir ein bisschen neu gerade. Ja, hier, komm. Mach zu, Junge. Boah, schon wieder. Das macht keinen Spaß, verdammt. Alter, ich hoffe jetzt, ich habe nichts übersehen. Ich bin sowieso schon ziemlich am Arsch. Ich kann den Kocher auch nicht mehr hinstellen. Also, sie hat doch nichts zu futtern dabei. Ist alles hey, gut. Moment mal. Nein. Hm? Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Oh, Schwein gehabt. Warum bist du bloß so stur? Gib mir was mit dem Messer. Ist besser oder ich stopfe es dir in den Rachen. Ich hab probiert. Aber an das Gespräch kann ich mich erinnern. Das Problem ist nur, ich brauche sie ja, ich muss sie ja trotzdem nochmal irgendwie reinlocken. Ich darf halt dabei nicht sterben. Weil ich glaube, viel können wir nicht mehr abkriegen. Oder dürfen nicht mehr dürfen wir nicht mehr abkriegen. Das Ding ist. Wie locke ich sie jetzt nochmal rein? Habe ich vielleicht noch so ein Rattenviech? Nee. Ich kann ja eigentlich... Ich hoffe, sie kommt hier nicht rein. Und hier kann ich nochmal die Laterne anbringen. Keine Ahnung, was das bringt. Und das Ding ist nämlich hier... Ja, das ist der gute Klebeband, was man echt nicht mit dem Finger abkriegt. Das ist, ja... Das ist ein Träumchen. Einfach nur ein Träumchen. Deshalb bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir vielleicht nochmal Futter kriegen und das Messer dafür. Das kann ich ja schon mal abtüdeln. Das brauchen wir ja sowieso. Und ich weiß, das können wir mit dem anderen Ding auch kombinieren, aber dafür muss sie halt dann weg sein. Kann ich das eigentlich auf der anderen Seite nochmal anbringen? Oh, was haben wir denn hier? Hallo? 24. Januar. Margarete war schon wieder auf dem Kriegsfahrt. Wenn sie nur rumschreit, kann ich mit ihr klarkommen, aber wenn sie ganz still wird, dann muss man aufpassen. Wenn sie an den Punkt gelangt ist, reicht das kleinste Wort aus, um sie auf die Palme zu bringen. Da kann man nichts tun, außer abzuwarten. 28. Jahr. Gottverdammte Zoe. Margarete hat sie lediglich angeschrien und dann kommt Zoe und richtet ein Messer auf sie. Hat es einfach unter der Kommode hervorgezogen.
Wer weiß, wo sie die sonst noch so versteckt. Ich sollte besser hinter allem im Haus nachsehen, nur für den Fall. Was soll ich nur mit den Mädchen machen, als würde sie eine liebende Familie gar nicht wertschätzen? Ah, oh, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Unter der Kommode. Das müsste ja eigentlich... Die hier? Aber gut, er hat es ja weggenommen. Okay, hier sehe ich aber auch nichts. Das könnte auch die hier drüben sein. Ist das eine Kommode? Kann ich hier reingucken? Nö. Das war der entscheidende Tipp. Hä? Na ja, gut, jetzt... Hätte er gesagt, und ich gehe nochmal in den anderen Raum. Ja, hier waren wir schon drin. Hier haben wir die Brennpaste gekriegt. Aber hier im Mantel hat er nicht noch irgendwas. Ja, den Brief haben wir ja schon gelesen. Vielleicht habe ich mich auch bloß nicht richtig umgeguckt. Das kann auch sein. Fuck, war hier immer noch Licht. Und ich hätte echt davon ausgegangen, dass ich hier Margarete nochmal reinlocken muss. Warum ist denn der Boden hier so wellig? Okay, das scheint aber nichts zu sagen, oder? Kann ich irgendwas wegschieben? Schade, ich dachte, da wäre gerade was aufgeploppt. Hier komme ich nicht rein, raus. Es muss einen anderen Weg hier raus. Ja, ja, das wissen wir. Ich brauche bloß das Messer. Ich brauche bloß das Messer und dann machen wir das schon. Na gut, scheiß was drauf. Die Schublade muss doch noch irgendeinen anderen Sinn haben, oder? Bewegt sich nicht. Ich kann aber auch nichts verwenden damit. Blöd jetzt. Ich meine, vorsichtshalber kann ich ja das schon mal verschieben. Komme ich da noch durch die Tür, ja. Unter der Kommode, willst du mich verarschen? Ich meine, ja, da ist die schöne Ratte. Nee, das ist bloß ein Griff. Ich meine, hier wird jetzt auch nicht auf einmal drin sein, ne? Wie gesagt, also wenn ich hier was gefunden hätte, dann wüsste ich es doch. Ich kann hier aber auch mit nichts interagieren und da ist auch nichts drin. Hier sieht er auch nichts. Ah, jetzt habe ich wieder dasselbe Problem wie vorher. Gut, das mit der Kommode habe ich ja irgendwie überlesen. Dass wir da das Messer herbekommen, aber... Schön, hier kann ich auch nichts machen. Teppich kann ich auch nicht wegziehen. Den guten Staubsauger kann ich auch nicht anmachen, um vielleicht jemand nochmal herzuholen. Und ich glaube, wir haben auch so oder so keinen Zeitdruck. Oh! Ah, toll. Ja, Nummer 3. Lol. Jetzt bin ich auch mal nicht mehr... Okay. Gut, fürs Achievement. Ist schön. Aber... Und der Hut vielleicht? Hä? Hat es einfach unter der Kommode hervorgezogen. Ich sollte besser hinter allem. Hinter allem im Haus. Das heißt also, irgendwo hinter... Hinter irgendwas muss noch ein Messer sein. Da komme ich aber auch nicht weiter hin. Hier kann ich auch nicht weiter nehmen. Vielleicht bin ich bloß wieder zu hektisch. Ich weiß es nicht. Hier kann ich aber auch nicht aufmachen.
Also wenn, dann haben sie es ziemlich gut versteckt. Soll ja auch nicht so schwer, soll ja auch nicht so einfach sein. Hinter allem. Hier steht der blöde Zettel. Hier ist aber kein weiteres Messer, ne? Ne, hier kann ich nicht mal hoch. Ach Gott. Also wie gesagt, kann sein, dass ich hier wirklich gleich schneide. Dann werde ich mal ganz in Ruhe nochmal hier alles ablatschen. Weil ich will die Folge halt auch wirklich nicht zu lang. Ich weiß, einige stört das jetzt nicht wirklich. Wenn das Suchen ein bisschen länger dauert, gehört halt dazu. Aber ich persönlich finde es dann doch ein bisschen, wenn es dann zu lange dauert. Ja, das hatten wir auch schon. Okay. Hinter der hinter. Hatte der hinter gesagt? Mach mal wieder zu hier. Na, egal. Das muss ich aber gucken. Habe ich es jetzt wieder unter der Kommode vorgezogen? Ja. Entschuldigung. Okay. Das Ding ist, wir haben das Messer, wir brauchen sie nicht mehr. Toll, jetzt muss ich wieder verrücken. Gut, dann muss ich doch nicht schneiden. Also sorry für die das ein bisschen langweilig jetzt gerade war, die Sucherei. Nein, Mann, ja komm. Aber war schon mal wenigstens ein guter Hinweis. So, das nehmen wir. Und jetzt rein hier. Und ich weiß, dass ich die Bienensachen schon mal kopieren kann. Aber auch hinlegen kann ich die hier noch nicht, ne? Verwenden kann ich die noch nicht. Hier kann ich die Lampe reinhängen. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn sonst Licht kriegen? Okay, das ist schon mal falsch. Das Ding ist, wir brauchen aber hier noch ein Symbol. Oh Gott, geht das wieder los? Hä? Warte. So, das dürfte so richtig sein. Oder ich krieg das Symbol jetzt. Das kann natürlich auch sein, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Eisenstatue. Ist drin. Okay, die kann ich auch wieder... warte mal. Oder muss ich mit der Eisenstatue beides machen? Ich drehe, versuch das mal. Das kriege ich doch niemals so klein. Oder? Das wird zu groß. Oh Gott. Also das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, weil irgendein anderes Objekt zum Tüdeln haben wir ja nicht. Aber wie soll ich denn den Kopf so clean kriegen? Alter, das kann wieder dauern. Wenn ich das wirklich hier mitmachen muss, das kann dauern. Das müssten ja dann die Augen sein. Hui. Dreh mal immer so rum. Alter, das kann... Ich glaub's bald nicht, dass es das ist. Ich krieg die Verschnörkelung ja auch gar nicht so weg, dass das vielleicht eine Zunge bilden könnte. Oh. Ich bin doch so schlecht an sowas. Ich breche mal ganz kurz ab. Und das ist ja wirklich auch bloß der Kopf. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie das gehen soll. Oder hätte ich da... Kann ich das nochmal... Hm...
Das ist ja irgendwo aus der Perspektive sind, das geht ja dann aber auch nicht. Aber spalten kann ich das ja nicht nochmal, ne? Aber ein anderes Objekt habe ich jetzt auch nicht gesehen, oder kann ich irgendwas nehmen? Kann ich das... Okay. Okay. Ja gut, dass es der nicht sein wird, ist mir schon klar. Aber es ist gut zu wissen, dass ich hier schon mal andere Objekte noch nutzen kann. Aber was denn zum Beispiel? Das auf jeden Fall nicht. Feuerzeug wäre... Okay, habe ich noch irgendwas anderes, was ich benutzen kann? Was ich hier nehmen kann? Na gut, einen Borscht lassen wir mal. Ach, fuck, jetzt kann ich ja... Nee, da habe ich bloß eine Voodoo-Puppe drin. Ich kann ja aber auch eine Stange... Oh Gott. Und ich habe auch nichts anderes gesehen. Kann ich die Lampe hier nochmal rausnehmen? Okay, kann ich. So eine komische Ratte kann ich aber auch nicht mitnehmen. Ich möchte das nicht... Ah ne, das ist bloß die Ratte. Gott sei Dank, Alter. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht nochmal aus Versehen probieren. Weg. Hier kann ich aber auch nichts anderes nehmen. Kann ich hier noch irgendwas rausnehmen? Auch nicht. Ich kann ja spaßeshalber hier mal was aufmachen. So. So. Und so. Die Voodoo-Puppe kann ich jetzt auch nicht nehmen. Schade. Ja gut, da hatten wir schon alles. Den Zettel hatten wir auch. Den Zettel hatten wir auch. Also am ehesten würde es wirklich noch mit den... mit den Griffeln da gehen, aber... Aber wie ist die Frage? Ich meine, ich habe jetzt hier alles nachgeguckt und ich kann auch nichts weiter aufnehmen. Kann ich auch bloß die Ratte nehmen, aber die kann ich auch bloß wieder hinlegen. Hallo? Ach so. Na. Ich wollte was anderes probieren. Kann ich das? Ne, kann ich nicht kombinieren. Das Messer würde auch keinen Sinn ergeben. Ist schwierig. Oder an sich? Ich muss ja hier irgendwie die Augen kriegen. Oh, das ist halt auch viel zu groß, ne? Aus dem liegt das ja gar nicht richtig. Das muss irgendwas anderes sein. Ach, pass auf, Leute, weil es ist jetzt schon bald wieder 35 Minuten. Das ist eine... Ja. Ich weiß, manchen stört vielleicht auch eine Stundenfolge nicht oder so, aber wie gesagt, also für mich... Naja, das ist viel zu groß. Ich krieg das ja auch nicht mal irgendwie in die richtige Richtung. Ich habe keine Ahnung. Nee, wie gesagt, dann würde ich jetzt hier mal kurz einen Cut machen und dann sehen wir uns vielleicht mit dem richtigen Objekt wieder. Oder wenn ich das doch mit dem Ding machen sollte, werde ich dann auch sehen, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich will es nicht zu lange laufen lassen oder die Folge nicht zu lange werden lassen, Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder mit der Rätselslösung. Bis gleich. Ja, hi. Da bin ich wieder. Wer soll darauf kommen, dass man echt da die scheiß Gabel auch nutzen kann? Hilfe. Was für ein...
Ist aber krass. Also ich habe da mit allen noch mal ein bisschen rumprobiert gehabt. Ich habe natürlich erstmal noch vieles abgelaufen und geguckt, ob ich jetzt vielleicht doch noch irgendwas übersehen habe oder so. Und hier war die ganze Zeit, kann ich es jetzt vielleicht irgendwie öffnen? Kann ich nicht? Okay, ich dachte, das wäre das Rätsels Lösung, aber hä? Oder ist das hier schon... Oh, das ist schon offen. Oh, fuck. Fuck. Schnell, denk nach. Ja. Nur zu, Miss Stöck. Ich hab was für dich. Eine Gabel. Aber warum kann ich hiermit nichts machen? Fuck. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nochmal zum Kampf kommt. Die kommt doch hier 100 pro rein. Hau die ab. Ist die noch da? Oh. Ich hab den Schlüssel. Scheiße, ich hab das... Fuck, ich muss ja erstmal das Bett verschieben. Die haut nicht ab, oder? Kriegt die auch gar nicht mit. Ja, nein, scheiße, ich wollte... Komm. Komm, mach keinen Scheiß. Genau das solltest du machen. Oh doch, ich habe das Bett doch weggemacht. Ja, sterb du. Wo ist denn... Ist er? Alter, willst du mich verarschen? Das tut weh, du elender Mistkerl. Ja. Komm, runter. Ha, schön. Oh. Okay, gut. Okay. Irgendwie habe ich mir ein bisschen dramatisch ein... Alter, heute ist echt sprechend schwer für mich. Ein dramatischeres Ende vorgestellt, so. Nee, das war jetzt aber das schöne Schlafzimmer. Bin froh, dass ich das jetzt doch mal wenigstens in einer Folge noch hingekriegt habe. Es hätte noch wesentlich länger dauern können, wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Ich finde ja so eine Rätselsachen generell eigentlich voll interessant, aber ich glaube, als Display ist sowas immer so ein bisschen... Besonders, wenn man am liebsten auch miträtselt und dann am liebsten dahin gehen würde lieber und so, ne? Geht mir zumindest, weil ich das bei anderen sehe, auch immer so. Morgen geht's dann weiter. Sadistisches Kartenspiel. Der Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Das machen wir, glaube ich, als letztes. Und ich habe jetzt mal ausgerechnet. Also ihr werdet es ja sehen, das müsste, glaube ich, jetzt... Theoretisch Folge 6 sein. Glaube ich. Oder 7. Warte mal. Albtraum hatten wir eine. Bei den anderen. Oh, warte mal. Ich muss mal kurz zurück. Ich glaube, da habe ich nämlich auch noch was vergessen. Zusatzinhalte. Ah, doch. Einmal 2, 4. Dings hatten wir 5. Jetzt ist die 6. Folge, glaube ich. 7, 8. Nee. Wird nicht funktionieren. Ich gebe das mal Spaß aber rein. Das habe ich ja sowieso immer so standardmäßig. Oh, das kann ich sogar wegklicken, glaube ich. So standardmäßig. Nee. Also ich muss mal gucken. Ich hatte eigentlich gedacht gehabt, hier Töchter könnte ich dann 2 Folgen draus machen. Könnte dann also eine ziemlich lange Geschichte draus werden. Aber das würde ich mir gerne als letztes aufheben. Aber dann machen wir morgen doch einfach mal das tödliche Kartenspiel. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, mal wieder, und wünsche euch noch einen schönen Abend und dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.